Guten Abend, Christianti Damen. Gestatten, Schweig. Schweig Josef. Oder kennen wir uns schon vom letzten Mal? Sehr erfreut. Nun, sehen Sie, meine Damen und Herren, es gibt Menschen, die möchten immer alles gut machen und trotzdem schlägt es ihnen immer zum Gegenteil aus. Und ich glaube, ich bin so ein Mensch. Da haben Sie doch vor nicht allzu langer Zeit unserem Herrn Kaiser Franz Josef I., den seligen Herrn Thronfolger, den Franz Ferdinand, erschlagen. Und wie ich das gehört habe, habe ich gesagt, jetzt kommt's zu einem Krieg. Und der Herr Brettschneider, der was der Geheimpolizist ist, der hat mich verhaftet und eingesperrt und hat gesagt, ich wiegle die Menschen auf, ich bin ein Kriegshetzer. Und meinen Freund Paliwetz, den Wirten von Kelch, den haben sie auch eingesperrt. Und dann haben die wirklich einen Krieg angefangen und hat mich auslassen müssen. Ich habe Ihnen aus der Zeitung vorgelesen, dass unser Vaterland von düsteren Wolken bedreht ist, wo die Russen schon in Galizien sind. Aber Sie werden es auch nicht ändern mit Ihren Reimer. Bis auf die Füße bin ich ein ganz gesundes Kanonenfutter. Und wenn es mit Österreich schief geht, muss jeder Krippel auf seinem Platz sein. Auf nach Belgrad! Haben Sie diesen Helden gesehen? Ohne seine Gebrechen zu achten, ist er bereit, Gut und Blut für seinen Kaiser hinzugeben. Ein glänzender Beweis der Treue in dieser großen Zeit. Ein Musterbeispiel für die Liebe zum Herrscherhaus. Ich möchte mich gelegentlich bei diesem Mann bedanken. Erinnern Sie mich daran? Ja. Ja, das war ein Kampf bei Solferino dorten. Blut floss dort in Strömen, floss dort aller Orten. Hopp, hopp, hopp. Blut bis zu den Knien, wie im Fleischladen, weil sie die 18er dort geschlagen haben. Hopp, 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 auf nach Belgrad! Wohin, Kamerad? Zur Musterung. Komm mit uns. Und der 18er fürchtet nicht Gefahren, denn man bringt gleich schon die Lehnung nach Gefahren. Hopp, hopp, hopp! Ja, das wird mein Leben, soll Ferino lorten. Blut bis dort in Strömen, fließt und aller Orten. Hopp, hopp, hopp! Blut bis zu den Knien, wie im Fleischladen, wenn ich die Abzähler dort geschlagen habe. Hopp, hopp, hopp! Xenne Klub und... 58. Holitz an der Mekloje. 1,80. Geben Sie sich keine Mühe. Sie werden die Kugeln und Schrapnells noch pfeifen hören. Woher? Aus Pilsen. Aha. Das ganze tschechische Volk ist eine einzige Simulantenbande. Aber ja. Sie können wegtreten. Der Nächste. Sie heißen? Novacek Petrik. Woher? Bischek. Beruf? Spengler. 10 Wochen habe ich unter 11.000 Zivilisten 10.999 Simulanten ausgemerzt. Sie sind der 11.000. Kehrt euch! Exitus.
Den hat der Schlag getroffen. Tragen Sie diesen Simulanten weg. Na, helf doch! Der Nächste. Schwenk Josef. Vorzeitig aus dem Militärdienst entlassen. Wegen Blödheit. Merkwürdiges Feigenblatt. Sowas hat es im Paradies nicht gegeben. Meine Gehorsamst, ich bin Rheumatiker. Aber ich werde mich für unseren Kaiser opfern, bis man mich in Stücke reißt. Sie sind ein Simulant. Und zwar ein ganz besonders ausgekochter. Aber im Garnisonsspital wird man sie schon kurieren. Meine Jungfrau, was habt ihr mit ihnen gemacht, mein Herr? Wer fürs Vaterland kämpfen, Frau Miller. Es geht sich schon viel besser. Da war hier auf einem hinfallender Krankheit. Der hat uns immer gesagt, dass es ihm auf einen Krampf nicht ankommt. So hat er euch manchmal 10 in einem Tag zu Wege gebracht. Er hat sich in Krämpfen gewunden, hat die Fäuste geballt. Also jedenfalls, wie gesagt, ich habe mir bei einem Quacksalber in der Schlosskasse für 15 Kronen einen Magenkrebs besorgt. Ich kenne einen Auffangkehrer in Brednow. Der macht deinem Erich für 10 Kronen so ein Fieber, dass du ganz einfach aus dem Fenster hupst. Ja, das ist nix. In Froschowitz gibt's eine Hebamme. Die reimt euch für 20 Kronen so gut das Bein aus, dass ihr ganzes Leben ein Krüppel bleibt. Das Beste ist, wenn man sie Petroleum am Arm unter die Haut spritzt. Mein Vetter war so glücklich, den haben sie den Arm bis zum Ellbogen abgenommen. Der hat eine Ruhe vom Militär. Ja. Und was fehlt dir? Ich hab Rheuma. Also du mit deinem Rheumatismus, da kommt gar nicht erst zu uns. Das ist dir so viel wert wie hinauf. Na, ich bin blutarm, hab einen halben Magen und 5 Rippen weg. Und niemand glaubt's mir, ne? Na, du kannst was erleben bei der Visite. Kameraden, helft's mir. Ich bring keinen Schaum vor dem Maul zu Wege. Krankheit, wo man Schaum vor dem Maul braucht, ist schwer zum Simulieren. Ich zeig dir, wie man das macht. Du, ich bitte dich, lass ihn in Ruhe, es hat überhaupt keinen Zweck. Glaub mir, wir haben ihn schon einige Male eine ganze Stunde lang vor der Visite gekitzelt mit allen Mitteln. Es hat keinen Sinn, er hat keinen Schaum vom Maul gekriegt. Er macht so, wie wenn er ein toller Hund bist, nicht? Und er hat's ausgezeichnet getroffen. Das Heulen und Beißen so. Makula! Hier! Gestion, Aspirin. Bokarni! Ja. Nauspumpen, Kinin. Kovarczyk! Hier! Gestion, Aspirin. Schweig, Josef! Hier! Neuer Zugang. Was fehlt Ihnen? Melde dich aus, ich habe Rheuma. Aha, Rheuma, da haben Sie aber eine äußerst schwere Krankheit. Das muss wirklich ärgerlich sein, Rheuma zu bekommen, wenn ein Weltkrieg ausgebrochen ist und man in den Krieg ziehen soll. Ich glaube, das muss Sie schrecklich verdrießen. Melde gehorsamst, dass es mich schrecklich verdrießt. Na, schau her, es verdrießt ihn also. Es ist sehr hübsch von Ihnen, dass Sie sich gerade jetzt an diesen Rheumatismus erinnert haben. In Friedenszeiten läuft so ein armer Teufel herum wie ein Ziegel. Aber wie ein Krieg ausbricht, gleich hat er Rheuma. Gleich versagen ihm die Knie. Tun Ihnen nicht die Knie weh? Melde gehorsamst, das ja. Aha, und in der Nacht, da können Sie nicht schlafen, nicht wahr? Ja, ja, Rheuma, das ist eine äußerst schwere, schmerzhafte und schwere Krankheit. Aber wir haben hier mit Rheumatikern die besten Erfahrungen gemacht. Unsere Behandlung hat sich sehr bewährt. Sie werden hier früher gesund werden als in Pistian. Und werden an die Front marschieren!
dass hinter Ihnen nur so sterben wird. Zweck. Absolutes Fasten. Zweimal täglich Magen auspumpen, einmal täglich ein Klistier. Nehmen Sie ihn gleich mit ins Ordinationszimmer und verpassen Sie ihm ein doppeltes Klistier, das alle Heiligen anruft. Damit sein Rheuma erschrickt und davonläuft. Glaubt's nicht, dass ihr einen Ochsen vor euch habt, der sich alles an die Nase binden lässt. Da werdet ihr euch nämlich sakramentisch täuschen. Noch nach 20 Jahren werdet ihr aus dem Schlaf schreien, wenn ihr davon träumen werdet, wie ihr hier bei mir simuliert habt. Melde gehorsamst, Herr Stabsarzt, dass der Hund, der mich gebissen hat, wahrscheinlich nicht toll war. Melde gehorsamst, Herr Stabsarzt, dass es überhaupt keinen Hund gibt und dass ich mich selbst in den Arm gebissen habe. Brav, sehr brav. Geben Sie ihm noch ein Klistier auf den Weg, damit er sich nicht beschweren kann, dass wir ihn nicht behandelt haben. Und dann, marsch an die Front! Halt! Acht! Los, du bist als Erster dran! Und komm mir nicht mit Bitten und Betteln! Schon mich nicht, Kamerad. Denk immer an deinen Eid und daran, dass auf solchen Klistieren die Zukunft der Monarchie ruht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nein, wie es hier ausschaut, Hermine. So ein Krieg bringt eine scheußliche Unordnung. Aber es geschieht doch nur alles für unsere tapferen Vaterlandsverteidiger. Ah! Fällt mir dieser tapfere Krüppel ein, den wir gesehen haben. Haben Sie sich noch jemand erkundigt? Oh ja. Soldat Schwed Josef, Garnisonsspital, Saal 3, Bett 4. Soll ich ihm etwas schicken lassen? Aber nein. Ein solcher Mann verdient es, dass er den Dank des Vaterlandes aus unserer höchstpersönlichen Hand empfängt. Seht ihr, Kameraden, das muss jeder für unseren Kaiser aushalten. Wie ich seinerzeit bei meinem alten Regiment gedient habe, na, da war das noch viel schlimmer. Wenn sich einer marode gemeldet hat, dann ist er krumm geschlossen worden mit Eisen an Händen und Füßen und ist ins Loch gesteckt worden, damit er sich dort auskuriert. Aber dort, da hat es keine Betten gegeben oder Spucknäpfe so wie hier. Nein, nur Pritschen. Pritschen und da sind die Maroden drauf gelegen. Einmal haben wir zwei wirklich Kranke gehabt. Einer mit Typhus und einer mit schwarzen Blattern. Und der Regimentsarzt ist gekommen, hat sie mal in den Bauch hineingekickt, hat gesagt, dass sie herrlich Simulanten sind. So. Na und was war? Sind sie dann gestorben? Na selbstverständlich. Und wie sie tot waren, ist es ins Parlament hineingekommen und in die Zeitungen. Und man hat uns verboten, die Zeitungen zu lesen und hat eine Koffervisite gemacht, wer diese Zeitungen hat. Und man hat sie nirgends gefunden? Nirgends, beim ganzen Regiment nicht. Nur bei mir, weil ich immer schon so ein Pech habe, nicht? Und dann hat man mich zum Regimentsrapport geführt und unser Oberst, der Ochs, Gott hab ihn selig, hat mich angebrüllt und gesagt, wer hat das in die Zeitung hineingegeben? Sag die Wahrheit, du Verlott, sonst zerreiß ich dir das Maul von einem Ohrwaschel zum anderen. Und dann ist der Regimentsarzt gekommen und der hat mir so, mit der Faust hat er mir so vor der Nase rumgefuchtelt, hat gesagt, Sie Hundviech, Sie Mistviech, Sie Gottverfluchtes, du Sozialistenbengel, du! Was hast du gemacht? Nix, ich bin stramm gestanden. Hände an die Hosen hat, Ehrenbezeigung gemacht. Und der Oberst hat gesagt, gibst du zu, dass du ein Blähjan bist? Ja oder nein? Er hat gesagt, melde gehorsamst, dass ich ein Blähjan bin. Hat er gesagt, 21 Tage. 21 Tage geschärften Arrest. Zwei Fasttage in der Woche. Ein Monat Kasernenarrest. Krummschließen, ins Loch hineinsperren. Man wird dir schon zeigen, was es heißt, Zeitungen zu lesen. Man wird dir die Zeitungen aus dem Schädel hinausschlagen. Du verlockst du. Ich stehe dir nicht dafür, wenn man liest. Na, sag das nicht, das war das.
Wie ich im Arrest war, haben sich bei uns im Regiment wahre Wunder ereignet. Es war verboten, die Zeitungen zu lesen und sogar in der Kantine. Haben sie die Käseln und die Würste nicht in Zeitungspapier einwickeln dürfen, aber die Soldaten haben sich von hinten die Zeitungen besorgt, haben angefangen zu lesen und unser Regiment war das gebildetste in der ganzen Monarchie. Das ist, ne? Ja. Trotzdem, jetzt ein Gipfel mit Gänsegrammeln. Ja. Allerdings, muss ich dir sagen, würden mir auch ganz ordinäre Rindsgrammeln liegen. Sind auch sehr gut, wenn sie warm sind. Weißt du, wenn das Rindsfett kocht, dann drückt man sie aus, bis sie trocken sind, salzt sie, pfeffert sie. Ich sag dir, Gänsegrammeln sind nicht so gut. Ich sag das nicht. Es geht nichts über Gänsegrammel. Was sind dagegen schon Schweinsgrammel? Natürlich müssen die goldbraun ausgekocht sein, wie die Juden das machen. Weißt du, die nehmen eine dicke, fette Gans und ziehen dann die Haut samt dem Fett ab und kochen sie aus. Kamerad, ich muss dir leider sagen, du irrst dich in Bezug auf Schweinsgrammel. Wieso? Ich meine natürlich die Hausgemachten. Die dürfen nicht zu blond und nicht zu braun sein. So eine feine Schattierung dazwischen. Und nicht zu feucht und nicht zu trocken und ja nicht muschprig, weil wenn sie muschprig sind, sind sie schon verbrannt. Nein, man muss sie essen und die müssen so auf der Zunge zergehen und man soll nicht das Gefühl haben, dass einem das Fett über das Kinn herunterfließt. Ja. Alles ins Bett! Ein Erzherzog kommt, dass mir niemand die schmutzigen Füße unter der Decke herausstreckt. Hier haben wir den Schweig. Er fällt sich sehr geduldig. Tschechski, Soldat. Brav, Soldat. Oh, ich habe gern Tschechski, Österreicher. Sie sind ein tapferer, kleiner Soldat. Ich habe Sie sehr bewundert, wie Sie trotz Ihrer Gebrechen zur Fahne geeilt sind. Das Kaiserhaus kann stolz sein auf solche Söhne. Ich habe Ihnen noch etwas mitgebracht, kleiner Held. Johann, kommen Sie her. Likör. Tabak. Schokolade, ein Händel. Vater, unser großer Gott, wir danken dir für die Gaben, die du uns durch diese edle Dame geschickt hast und die wir jetzt gleich verzehren werden. Sehen Sie nur, wie es ihm schmeckt, dem Wackern. Er wird bald ganz gesund sein und kann ins Feld ziehen. Ich bin sehr froh, dass ihm meine kleinen Gaben so gelegen gekommen sind. Hermine. Thank you.
verdammte Sauerei! Soldaten, wenn ihr nur ein bisschen Verstand hättet, dann hättet ihr euch gesagt, wenn wir das alles auffressen, wird uns der Herr Stabsarzt nicht glauben, dass wir schwer krank sind. Ich pumpe euch den Magen aus, gebe euch Klistiere, bemühe mich, euch fasten zu lassen. Und ihr überstopft euch den Magen? Ihr wisst meine Güte nicht zu schätzen. Aber bevor ihr alle Magenkatarrh bekommt, werde ich euch den Magen so gründlich reinigen, dass ihr bis in den Tod daran denken werdet. Also, einer nach dem anderen, mir nach. Damit ihr nicht vergesst, dass ich nicht so ein Ochs bin wie ihr, sondern doch noch ein bisschen gescheiter. Außerdem werde ich morgen eine Kommission herschicken, weil keinem von euch was fehlt. Wenn ihr euch in 5 Minuten den Magen so hübsch verschweinern könnt, wie ihr es gerade fertiggebracht habt. Sie kennen die Frau Baronin? Meldegehorsams das ja. Sie ist meine Stiefmutter, hat mich in zartem Alter ausgesetzt und erst jetzt wiedergefunden. Dafür geben Sie dem Schweig ein extra Klistier. Halt! Acht! Links und rechts! Halt! Fangen wir an. Zunge zeigen. A. Tauglich. Der nächste. Zunge zeigen. Tauglich. Zeigen Sie die Zunge. Was soll das? Weil Gehorsam darf ich keine längere Zunge haben. Herr Oberarzt. Sind Sie blöd, Sie Trottel? Melde Gehorsam, dass ich nicht blöd bin. Ich möchte nur nicht dem Herrn Oberstarzt die Zunge zeigen, damit man nicht glauben möchte, dass ich ihm die Zunge herausstrecke. Der Mann ist nicht blöd. Das ist ein Filou, der sich aus dem Militär einen Jux machen will. Das müsste doch verflucht zugehen, wenn wir sie hier nicht klein kriegen würden. Ich möchte gern wissen, Sie Meerschwein, was Sie sich jetzt wohl denken. Melde Gehorsamste Oberstarzt, das denke mir gar nichts. Himmeldonnerwetter, Sie siamesischer Elefant, warum denken Sie denn nicht? Melde Gehorsamst, wie ich bei den 91ern gedient habe, hat man uns gesagt, ein Soldat hat überhaupt nichts zu denken. Für den denken seine Vorgesetzten. Wenn ein Soldat anfängt zu denken, ist er kein Soldat mehr, sondern ein ganz schäbiger Zivilist. Halten Sie's Maul. Über Sie haben wir sowieso schon Berichte. Ich glaube nicht, dass der Kerl ein wirklicher Idiot ist. Sie sind kein Idiot, Schweig. Gescheit sind Sie. Gerieben sind Sie. Ein Lump sind Sie. Ein Falott, ein Lausbub, verstehen Sie? Melde Gehorsamst, dass ich verstehe. Ich habe Ihnen schon gesagt, Sie sollen das Maul halten. Haben Sie gehört? Melde Gehorsamst, dass ich gehört habe, dass ich das Maul halten soll. Himmel, Herrgott, dann halten Sie das Maul. Wenn ich Sie den Befehl habe, wissen Sie gut, dass Sie kuschen müssen. Melde Gehorsamst, dass ich gut weiß, dass ich kuschen muss. Ordonnanz. Diesen Mann da führen Sie in die Kanzlei und warten unseren Rapport ab. Er denkt, dass wir nur zu seiner Unterhaltung da sind und dass der ganze Krieg eine Hetze ist. Man wird Ihnen im Garnisonsarrest schon zeigen, Schweig, dass der Krieg kein Jux ist. Solche Kerle wie Sie sollte man niederschießen. Simulieren ist Vaterlandsverrat und seine Majestät wird es euch nicht verzeihen, dass ihr euch vom Militär abdrücken wollen. Nur wenn ihr von jetzt ab tapfer für das Vaterland und seine Majestät kämpft, habt ihr Schufte noch eine Gelegenheit, in die menschliche Gesellschaft zurückzukehren.
Aber ich glaube nicht, dass einer von euch wirklich ehrliche Reue zeigt. Sondern ich fürchte, dass auf euch alle der Strick wartet. Woher bist du? Mörigosamst aus die Weinberge. Da schau her. Du hast gut getroffen. Ich bin auch ein Bähm. Aus Benneschau. Und er ist aus Tabor. Wir werden dir den Aufenthalt schon versüßen, Landsmann. Wie allen, die in unsere Hände gefallen sind. Sprich einmal. Lump. Na? Von der da möchte ich keine in die Nasen kriegen. Die riecht ein bisschen nach Friedhof. Hm? Weißt du jetzt, was dir blüht? Steh grad! Was hast du in den Taschen? Nix. Wenn du eine Zigarette hast, kannst du sie behalten. Das Geld gib her, damit sie es dir nicht stehlen. Ja. Mehr hast du nicht? Nein. Wirklich nicht? Nein. Mir kannst du nichts vormachen. Wo stecken wir ihm hin? Sehen Sie nicht, dass auf dem Schriftstück steht, streng bewachen und beobachten. Er kommt auf Nummer 16, zwischen die in den Unterhosen. Mit Gaunern verfährt man wie mit Gaunern. Und wenn sich jemand auflehnt, geben wir ihm Einzelarrest. Erklären Sie ihm das. Erst trampeln wir auf ihm herum, dass ihm die Rippen brechen. Und dann lassen wir ihn liegen, bis er krepiert ist. Dazu haben wir ein Recht. Oder Gott behüte, dass dir Schweinehund etwa einfallen wollt, dich über etwas zu beschweren, wenn eine Inspektion kommt. Wenn sie fragen, haben sie irgendeine Beschwerde, dann musst du Lump salutieren und antworten, melde gehorsamst, ich habe keine, ich bin ganz zufrieden. Was wirst du antworten? Du Trottel, wiederhol's. Melde gehorsamst, ich hab keine, ich bin ganz zufrieden. Schweig, Josef! Noch so ein Lump wie ihr. Du hast also auch einen Fleck auf der Reputation, dass du zu uns kommen willst. Naja, ich denke, dass man das hier aushalten kann, nicht? Es ist nicht schlimmer als anderswo, wenn man das Maul hält. Immer besser als an der Front. Und morgen gibt's ein Hetz. Was für ein Hetz? Wir werden in die Kirchen geführt. Und das ist so ein Hetz? Ein himmlische. Das ist doch eine Fischermiele. Eins, zwei, eins, so. Hoffentlich ist der Feldkerat wieder hübsch besoffen. Na, der ist besoffen. Gewiss ist er wieder bei den Weibern gewesen. Da wird er wieder vom dornigen Vater so in die quatschen. Zwei Portionen Fleisch und Bohnensalat fressen, sich auf den Bauch legen und in der Nase bohren. Das ich wette, meine Brotration gegen 2 Uhr fängt, dass ihm heute noch das Messbuch herunterfallen wird. Jetzt wird erst einmal gesungen. Alles singt mit. Von allen noch am liebsten hab ich die liebste Mann. Geh zu ihr nicht allein. Die Jungfrau Maria.
ist großartig, das Brot ist meins. Ihr werdet es nie erlernen, ihr Idioten. Und ich bin dafür, euch alle zu erschießen. Das behaupte ich von dieser göttlichen Stelle herab. Denn Gott ist etwas, was ich nicht vor euch fürchte, was mit euch umspringen wird, bis ihr davon blöd geworden seid. Denn ihr zögert euch dem Herrn zuzuwenden und geht lieber auf dem dornigen Pfad der Sünde. Hast du das gehört? Da ist ja der dornige Pfad der Sünde. Ich hab gewusst, es gibt ein Hetz. Der dornige Pfad der Sünde, ihr Vertrottel und Klacheln, das ist der Pfad des Kampfes mit dem Laster. Ich verbitte mir, dass dort hinten jemand schnaubt. Er ist nicht in einem Stall, sondern im Tempel Gottes. Merkt euch doch, ihr Rindviecher, dass ihr Menschen seid und wissen müsst, dass hier alles nur eine gewisse Zeit währt. Ich sollte Tag und Nacht für euch beten, ihr Lumpen, damit der barmherzige Gott mit seiner Gnade eure Sünden abwäscht, damit ihr auf Ewigkeit rein seid und er euch, ihr Lumpen, immer da liebt. Aber da irrt ihr euch. Ich werde euch nichts ins Paradies einführen, weil es dem lieben Gott gar nicht einfällt, sich mit solchen Halunken abzugeben. Hört ihr dort unten in den Unterhosen. Wir werden gehorsam, dass wir hören. Es genügt nicht nur zu hören, ihr Idioten, denn die unendliche Güte Gottes kennt auch ihre Grenzen. Aber an mich werdet ihr einmal denken. Dass ich es gut mit euch meinte. An diesem Menschen sollte sich jeder ein Beispiel nehmen. Was tut er? Er weint. Wir sehen, hier ist einer, der umkehren will. Und was machen die anderen? Gar nichts. Der da, der kaut an irgendetwas, wie wenn seine Eltern Wiederkäuer wären. Ja, und die dort suchen sich im Tempel Gottes Läuse im Hemd. Könnt ihr euch nie zu Hause kratzen? Verlegt euch doch in der Kirche Grutze, fick noch einmal. Auf die Suche nach der Gnade Gottes. Die Läuse sucht euch zu Hause. Abtreten. Mitkommen. Geweint hat noch keiner bei einer Predigt von mir. Außer dir. Aber ich hab dich durchschaut, du Lump. Ich steh, dass du nur aus Hetz geweint hast. Meldige Gehorsams, Herr Feldkurat. Ich beichte dem allmächtigen Gott und Ihnen, hochwürdiger Vater, dass ich wirklich nur aus Hetz geweint habe. Ja. Naja, ich habe gemerkt, dass Ihnen bei Ihrer Predigt ein gebesserter Sinn da fehlt, den Sie schon so lange gesucht haben. Und da habe ich mir gedacht, ich mache Ihnen die Freude. Damit sie nicht glauben, dass es keine anständigen Menschen gibt. Du gefällst mir. Welches Regiment? Melde Gehorsamst, Herr Feldkurat, ich kehre zum 91. Regiment. Und ich kehre nicht zum 91. Regiment. Ich weiß überhaupt nicht, wohin ich kehre. Warum sitzt du denn hier? Ich weiß nicht. Ich schwöre Ihnen, Herr Feldkurat, ich weiß es nicht.
Ich möchte immer alles gut machen und alles geht mir schlecht aus. Wie bei diesem heiligen Märtyrer auf diesem Bild dort. Ich werde mich beim Herrn Audito über dich erkundigen, mein Sohn. Abtreten. Feldrat Katz. Ah. Servus, Bernis, wie geht's? Servus, mäßig. Man hat mir die ganzen Akten durcheinander geworfen und jetzt kennt sich nicht einmal der Teufel mehr aus. Gestern habe ich Ihnen das fertige Material für einen Fall von Meuterei ins Kriegsgericht geschickt und Sie haben mir es zurückgegeben, als ich angeblich nicht um Meuterei, sondern um einen Fall von Konservendiebstahl handelt. Dabei habe ich extra falsche Nummer draufgeschrieben. Wie Sie trotzdem dahinter gekommen sind, das weiß nur der liebe Gott. Du sagst, spielst du noch Karten? Ach, geh. Okay. Mit Karten habe ich alles verloren. Aber ich kenne jetzt ein süßes Mädel, du. Mm. Ja. Und was magst du, heiliger Vater? Ja, ich suche einen Burschen. Als letztes habe ich einen Buchhalter gehabt, ein Rindviech erster Klasse. Fortan hat er geraunzt und gebetet, Gott möge ihn beschützen. Bis es dem Allmächtigen zu blöd geworden ist und er ihn an die Front geschickt hat. Und wie soll ich dir helfen? Du, auf Nummer 16, da sitzt ein gewisser Schweg. Vielleicht lässt sich das richten, dass ich ihn bekommen könnte. Schweg? 16? Ja. 16 Schweg. Das weiß der Teufel, wohin mir meine Akten immer verschwinden. Ah, wahrscheinlich habe ich ihn zum Hauptmann Lenhardt geschickt. Zentrale. Ja, den Hauptmann Lenhardt, bitte. Ja, hallo. Ja, hallo. Lenhardt, wer ist denn da? Ja, hier Oberleutnant Bernis. Geh bitte, du, hast du nicht dort die Akten betreffs eines gewissen Schweg? Schweg? Das ist doch der Nummer 16, die müssen bei dir sein. Die müssen bei mir sein. Ja, das wundert mich aber. Aber du hast doch gesagt, der von Nummer 16. Ja, sitzt auf Nummer 16. Ja, das ist doch dann deine Sache. Ja, ich weiß, dass ich Nummer 16 habe, aber ich habe geglaubt, dass die Akte Schweg doch bei dir dort irgendwo umeinander kugeln. Also bei mir kugelt nichts umeinander. Das dass du dir was ausbittest? Bei mir kugelt überhaupt nichts umeinander. Aber bei dir kugelt nichts umeinander. Selbstverständlich nicht. Ende. Ha! Hallo? Ja, seit der Schweg ist mir verloren gegangen. Aber das macht nichts. Ich lasse ihn mir rufen. Ich werde schon herauskriegen, was mit ihm los ist. Ich werde ihm sagen, Ihre Rettung vor einer strengen Strafe kann doch nur ein Geständnis sein. Warum hat man Sie eingesperrt? Meldig aus, Herr Oberleutnant, ich bin ein Findling. Wie meinen Sie das? Meldig aus, Herr Oberleutnant, bei uns in der Gasse. Da ist ein Kohlenhändler und er hat einen ganz kleinen, zweijährigen, unschuldigen Buben. Und eines Tages ist dieser kleine, unschuldige Bub von die Weinberge bis Rieben gegangen und dort hat ihn am Trottoir sitzend und bitterlich weinend ein Polizist gefunden. Der hat ihn mitgenommen, der Polizist, den kleinen, zweijährigen, unschuldigen Buben, und hat ihn auf der Polizeiwachstube eingesperrt. Und wenn man jetzt den kleinen, zweijährigen, unschuldigen Buben gefragt hätte, warum er da sitzt, er hätte keine Antwort geben können. Auch wenn er hätte sprechen können. Und genauso ist es bei mir. Ich bin ein Findling. Sie sind so blöd. Genau das Richtige für einen heiligen Vater. Slavik! Entlassungspapiere ausfertigen und diesen Schweg mit zwei Mann zum Herrn Feldkuraten führen. Soll man ihm Fesseln auf den Weg geben, Herr Oberleutnant? Ich habe doch deutlich gesagt, Entlassungspapiere ausfertigen. Gehörter Hornochs. Woher bist du? Aus Prag. Willst du uns nicht weglaufen? Wenn er kennt, möchte er weglaufen. Du weißt nicht, warum wir dich zum Feldkurator führen. Oh ja, zur Beichte. Weil ich wer morgen aufgehängt. Das macht man immer so und nennt es geistlichen Trost. Ja, und warum wird man dich? Ich weiß nicht, vielleicht ist Bestimmung. Das glaube ich nicht. Es muss immer eine Begründung dafür da sein. Im Frieden muss man das begründen. Aber im Krieg,
Im Krieg ist ein Menschenleben nicht so wichtig. Du, hör mal, bist du vielleicht politisch? Was geht das uns an? Komm, geh mal. Leitern, ich kann euch nur eins sagen, ihr habt schrecklichen Durst. Ja, bei dir möchte ich auch ganz gerne. Ja, irgendwo hin, wo es nicht auffällt. Weißt du was, wir gehen in den Kuckrieg, weil dort kannst du die Gewehre in die Küche stellen und dort verkehren sehr feine Leute. Auch Straßenmädchen. Na, gehen wir, nach Karolinental ist noch weit. Ja, geh mal. Hast du schon gehört? Die Marie ist gestern von der Patrouille geschnappt worden. Gern schmoren sie. Ich habe sie mit einem Soldaten ins Hotel Walch gehen gesehen. Ausschlafen wird sie. Schau, das wäre was für uns. Was ist, Bubi? Spendierst du uns einen Wermut? Ein Cognac? Das war in Galizien. Da hat eine Granate unseren Hauptmann den Knöchel abgehauen. Sie haben ihn wegtragen wollen auf dem Verbrandsplatz. Aber da ist er auf Krücken zur Kampflinie gehumpelt und hat sich mit dem Stock gewehrt. Und eine neue Granate ist geflogen gekommen und reißt ihm die Hand ab, in der er den Stock gehalten hat. Er hat den Stock in die andere Hand genommen und hat gebrüllt, dass er das dem Feind nicht verzeiht. Möglich, dass er auch die silberne Tapferkeitsmedaille gekriegt hat. Aber da hat ihm ein Schrapnell den Kopf abgerissen. Und wie er gekollert ist, hat er noch gerufen, tu immer treulich deine Pflicht. Und wenn dein Aug auch dabei bricht. Trinken's nur, mein Lieber, trinken's nur. Soll ich noch was vielleicht aufspielen lassen? Wollen Sie das Waisenkind? Ja. Als es die Sprache erlangte, es nach der Mutter bangte, es nach der Mutter bangte. Aufhören! Aufhören! Schluss machen! Verschwind's doch mit eurem Waisenkind! Scheiden, ach Scheidenherz, mir wird dabei das Herz. Franco, komm doch rüber! Scheiden, ach Scheidenherz, mir wird dabei das Herz. Na, komm schon, Franco! Geh, Rosa, schlicht im Garten, den Turek zu erwarten. Er kommt nicht, der Fürst, der Soldaten fliegt, die Rose mit den Sternen, den Turek zu erwarten. Also, auf den hochwürdigsten Herrn Feldkurat! Prosit! Großartig, nimm mal ein bisschen Tanz! Ein Mann gebracht. Kommt herein. Wo habt ihr euch denn so zugerichtet? Aha,
du bist schon da, mein Sohn. Du verschwind. Hast du keine Streichhölzer? Melde Gehorsamst, Herr Feldkurat, das nicht. Ein Soldat sollte immer Streichhölzer haben, damit er Feuer geben kann. Ein Soldat, der keine Streichhölzer hat, was ist er? Melde Gehorsamst, Herr Feldkurat, er ist ein Soldat ohne Streichhölzer. Das ist sehr gut. Er kann niemanden Feuer geben. Und jetzt das Zweite. Stinken dir die Füße schweg. Melde Gehorsamst, Herr Feldkurat, das nicht. So, das wäre das Zweite. Und jetzt das Dritte. Trinkst du Schnaps? Melde Gehorsamst, Herr Feldkurat, das nicht. Nur Rum. Aber ihr seid ja besoffen, ihr Trotteln. Da will ich euch ja einsperren. Du gehst in die Kaserne und holst die Patrouille, dass man die beiden abführt. Ich geh schlafen. Ne? Seht ihr, so ist das. Ihr habt mich hergebracht bei Onet auf und jetzt muss ich in die Kaserne gehen, die Patrouille holen. Ja. Im Krieg, da ändert sich die Situation jeden Augenblick. Du hast uns verraten. Du hast uns versprochen, dass du morgen gehängt wirst. Und jetzt ist alles nur ein Jux gewesen. Die Beichten und das Hängen. Ochsen waren wir. Lass uns nach Haus, Kamerad. Ja? Was willst du denn? Hm? Melde Gehorsamst, Herr Feldkurat, dass ich bitte nicht in die Kaserne gehen kann. Warum? Weil sonst niemand da ist, der auf die beiden draußen aufpasst. Es sei denn, Herr Feldkurat möchten selber. So blöd, lass mich in Ruhe. Ich will schlafen. Dann weiß ich nur einen Ausweg. Wir schicken die beiden selber in die Kaserne, damit sie die Patrouille holen, die was sie dann abholt. Also verschwindet mir schon alles recht. Wo ein Herr Schweg verblieben ist. Ich sag keinem Menschen was. Mein Mann haben sie auf 10 Jahre eingesperrt, nur weil er einmal das Maul aufgerissen hat. Was wollen Sie denn vom Herrn Schweg? Ich wohne bei seiner Wirtin, Frau Müller. Ja, und weiß die nichts von ihm? Sie lebt bei ihren Leuten am Land. Ich habe schon eine Karte von ihr. Da hat sie mir das hier geschrieben. Um Herrn Schweg. Also kriegt das irgendwie heraus, wo er liegt, damit wir ihm nach dem Krieg das Grab bepflanzen lassen können. Guten Abend allerseits. Frau Palietz. Schweig leibhaftig. Josef! Die Marie! Sie wohnt jetzt bei der Frau Müller. Ich schlaf sogar in deinem Bett, möchtest nicht wieder mal vorbeikommen. Sie sind doch nicht vielleicht desertiert und werden mich ins Unglück stürzen. Nein, nein. Ich bin freigekommen. Aber vorher darf ich 15 Wachtmeister und Feldwebel erschlagen müssen, aber pssst, verraten Sie mich nicht. Und du, pass auf, ich habe in der Wäscherei noch 2 Hemden und 2 Kragerln, die musst du holen, damit ich was zum Anziehen habe. In Zivil, wenn ich von Militär wiederkomme, und gib mir auf den Kasten acht. Lass ihn zu, damit mir keine Motten hineinkommen. So.
Und jetzt möchte ich einen Rum. Ich werde Ihnen nichts einschenken. Man hat Sie hier schon vorige Woche gesucht. Nur bitte. Dann gehe ich halt wieder. Herr Schweig. Ja, Herr Brettschneider. Na? Haben meine Hunterin schon alles für Sie ausgeschnüffelt? Bleiben Sie doch da. Ich habe einen Sohn, der auch desertiert ist. Psst. Sicher sind Sie in Not. Das ist für die erste Hilfe. Ich danke Ihnen. Sie sind mein Freund. Wenn Sie mir jetzt noch Ihre Adresse sagen, dann kann ich Ihnen gelegentlich was zukommen lassen. Kommen Sie. Ich zeige Ihnen mein Versteck. Psst. Mach auf, Putzfleck, Vertrottelter! Oder bist du vielleicht auch besoffen wie dein Herr? Hören Sie doch auf mit dem Lärm! Es ist niemand zu Hause! So, da ist es! Otto Katz, Feldkurat? Ja. Er ist nicht da und sein Putzfleck auch nicht. Was redest du denn? Natürlich bin ich da, ich bin der Putzfleck! Schweig Josef! Sie haben mich reingelegt. Sie greifen Sie mich nicht an. Steh unter dem Schutz der heiligen Kirche. Vielleicht wäre ich selber noch ein Heiliger. Komm sofort mit zum Oberleutnant Helmich und hol deinen Feldkuraten ab. Oje, der hat schon. Na, warte erst schon. Ich krieg dich noch. Was wollen Sie hier? Melde was auf der Feldkurat, dass ich gekommen bin, Sie abzuholen. Und wohin gehen wir? Melde was in Ihre Wohnung, Herr Feldkurat. Wieso? Bin ich denn nicht in meiner Wohnung? Nein, Herr Feldkurat, Sie sind in einem fremden Haus auf der Stiege. Und wie bin ich hierher gekommen? Melde Gossops, Herr Feldkurat, dass Sie waren eingeladen und sind in Streit geraten und haben mein Pianino zertrümmert. Was wünschen Sie? Wer sind Sie eigentlich? Melde Gossops, Herr Feldkurat, ich bin Ihr Pfeifendeckel. Ich habe keinen Pfeifendeckel. Ich bin kein Feldkurat, ich bin ein getaufter Sünder. Also jetzt ist Schluss, jetzt gehen wir. Los! Oh, lassen Sie mich los, mein Herr. Wer sind Sie eigentlich? Ich kenne Sie nicht. Sind Sie ruhig und gemacht. Was ist denn? Lass du die Brasse Kruzifix. Au! Ich kenne Sie doch nicht mehr. Au! Langsam, du Kerl! Wer sucht Sie eigentlich? Was ist denn hier da? Ich bin kein Putzfleck. Du bist kein Putzfleck, Herr Feldkurat. Sie sind kein Feldkurat. Ich brauche kein Feldkurat. Sind Sie ruhig, sonst schmecken Sie die ganze Leute. Wer sind Sie eigentlich? Wie geht es Ihnen heute, gnädige Frau? Tanzen Sie Schadas Chardas. Jetzt bleib schon sitzen. Noch einmal, was heißt denn das? Ich muss austreten. Geben Sie mir erste Klasse, Frau. Wirst du dich zuknöpfen, du Schweinkerl? Ich werde dich schon Manieren lernen. Bitte sei nicht böse, Kamerad, dass ich dich duze. Aber ich bin ein Schwein. Ohrfeigen mich. Wie viel Watschen willst du haben? Eine oder mehrere? Zwei. Bitte. Eins, zwei. Das tut gut. Schlaf nicht! Kruzi Leser noch einmal!
Ich bin allein auf der Welt. Ja, ja. Leutl, nehmt euch meine anderen und führt mich. Da setz dich nieder. Wenn die Leute wieder sagen, du bist total besoffen. Welche Gehorsamste Urs, dass ich besoffen bin? Jetzt setz dich hin, du Fallot. Leitl! Anhalt, ich habe mein Gepäck verloren. Gibst du Ruhe, jetzt wird's mir aber langsam zu viel. Jetzt bleib sitzen. Schmeiß ich dich aus dem Wagen hinaus. Jo. Habe ich dich nicht schon irgendwo gesehen? Sind wir nicht zusammen in die Schule gegangen? Du guter Kerl, wie du gewachsen bist. Wie du dich verändert hast. Seit wir uns nicht mehr gesehen haben. Nicht weinen. Nicht weinen. Doch, komm. Nein, ja, 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 ich bin ein Schwein. Ja, 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 ja